Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Asteroiden-Basisbau. Genau, der dritte Teil, wo wir die Basis für unsere Astronauten bauen. Wir haben wieder unsere Avalon 4B, die 130 Tonnen Variante. Treibstofftanks habe ich auch wieder ein bisschen abgeändert, einfach weil ich ein bisschen was anderes baue. Die Nutzlastverkleidung ist ein bisschen kleiner, ja, damit wir ein bisschen mehr Treibstoff mitnehmen können und die Treibstofftanks, die vor Ort schon sind, ein bisschen höher auffüllen können. Und dann schauen wir mal einfach darunter. Da ist ein einzelnes Modul drin, hat auch ein bisschen Treibstoff hier drin. Und dann diesen ja, merkwürdigen Anbau an sich. Das ist eine Solarzelle. Wenn wir das hier mal auswählen und rausziehen, dann können wir das hier oben dran packen, die Solarzellen ausfahren. Und dann haben wir hier so eine solide Wand aus Solarzellen, einfach um die Stromproduktion ein bisschen zu erhöhen. Ein paar kleine Landebeine, nichts Besonderes an sich, einfach nur, damit die Stabilität quasi so ein bisschen erhöht wird. Ja. An sich wäre es das dann auch mit diesem Modul. Es ist übrigens ein bisschen dicker, fast vergessen. Es sind 10 Felder breit im Vergleich zu den 8 Feldern, die wir zuvor hatten. Das heißt, ein bisschen größeres Modul ist auch ein bisschen länger. An sich ist das dann so ein Modul, wo die Astronauten drin schlafen oder drin arbeiten oder so. Kann man sich dann halt relativ frei vorstellen. Jedenfalls wird das dann die heutige Folge sein. In der nächsten Folge werden wir noch so ein paar ja, Kleinigkeiten hinzufügen. Nichts weiter Großes, aber die grundlegende Basis wird in dieser Folge fertiggestellt. So, genug geplaudert und los geht's.
Und da seht ihr, wir sind gelandet. Ein Landebein ist dabei abgebrochen. Aber hey, es ist besser, als wenn ein ganzes Triebwerk kaputt geht. Ja? Also wenn man die Kosten vergleichen würde, das ist nicht annähernd so schlimm. 1,5% Treibstoff sind hier übrig geblieben. Sammeln wir das mal ein. Und auch hier wieder haben wir eine ewig lange Liste, wie ihr jetzt sehen könnt. Einfach nur auf der Oberfläche des eingefangenen Asteroiden angedockt. Und das wird halt irgendwann extrem lang, ja. Hier haben wir die erste Stufe. Die haben wir auch ganz gut gelandet. Da ist nichts kaputt gegangen. 1,7% Treibstoff sind auch übrig geblieben. So. Und dann gehen wir raus zu unserem Asteroiden. Da ist er. Fokussieren wir einfach mal. Gehen auf die linke Seite. Ja, noch ein bisschen näher. So, gehen wir auf die linke Seite. Und schauen uns das einfach mal ein bisschen an. Wunderbar. Da haben wir jetzt die Basis im Grunde fertig. Ihr seht, was ich hier hinzugefügt habe. Einmal die Streben hier oben. Dann kann dort jetzt irgendwie so ein Raumschiff oder so andocken. Und dann können die Astronauten aussteigen und in die jeweiligen Module rein. Und hier drüben haben wir noch ein etwas größeres Modul dann halt hingepackt. Und ihr seht, da sind Solarzellen dran. Die pieksen quasi ein bisschen ins Modul rein, aber ich denke mal, das sieht an sich ganz gut aus. Oben drüber sind noch ein paar Andockluken. Wenn man irgendwie noch, keine Ahnung, Satellitenschüsseln oder irgendwelche anderen Sachen hinzufügen möchte, dann kann man das dort machen. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.